Servus, hier ist der Peter und heute habe ich nicht nur ein Mercedes-Video, sondern heute habe ich eins meiner Lieblingsfahrzeuge. Hier sitzt mein treuester Publikumszuschauer, die Katze, und schreit ein bisschen und guckt zu. Sie will ja lieber mit mir spielen. Und nach dem Intro erzähle ich mal ein bisschen was über den bekannten, prominenten Vorbesitzer und auch natürlich über das Auto an sich. Und die Frage ist halt, wie er auch fährt. Also, der Vorbesitzer ist der berühmteste. Der Vorbesitzer ist der berühmteste Schweizer. Der berühmteste Schweizer derzeit ist der Roger Federer. Roger Federer, Tennisprofi. Ich selber bin im Tennis-Thema nicht so drin, obwohl ich mir heute extra für euch weiß angezogen habe. Er ist Botschafter oder Werbeträger für verschiedene Marken. Was natürlich ganz toll ist, ist für Mercedes, für Rolex, was denn noch? Ich glaube, Nespresso hat er mal gemacht, weiß ich nicht, hat er Spezi von mir gesagt. Für Nike Turnschuhe, für Nudeln, für Bekleidung, für Schuhe. Schuhe ist, glaube ich, ganz, ganz bekannt in Österreich und Schweiz. Und was ich jetzt schon mal gesehen habe, wenn ich ins Elektrogeschäft gehe, für Jura Kaffeemaschinen. Er hat 20 Mal Grand Slam gewonnen. Ihm auf die Fersen sind noch etwas jüngere Tennisspieler. Ein bisschen jünger ist der Nadal. Und noch viel jünger ist der Djokovic, der aber erst vor kurzem einen krassen Unfall hatte, wo er sich das Bein umgeknickt hat. Dann hat er 8-mal den Wimbledon gewonnen. Da, glaube ich, ist ihm so schnell keiner auf die Fersen. Da liegt er ganz weit oben. Auf Wimbledon kommen wir jetzt nachher gleich zurück. Übrigens, wann ist wieder Wimbledon? Wimbledon ist am 27. Juni bis 10. Juli. Und das ist der Sonntag, der 10. Juli. Und vielleicht endet ja da auch eine wunderbare Versteigerung von diesem Fahrzeug. Ich kann alle beruhigen, es ist nicht meins, sondern es wurde mir zugetragen. Da hat jemand eben die Videos geschaut und hat gesagt, Mensch, da habe ich ein tolles Auto. Da kenne ich jemanden, der hat auch schon mal sehr erfolgreich ein Fahrzeug von einem prominenten Sportler versteigert. Und deswegen ist die Idee, man präsentiert es hier. Übrigens habe ich das Fahrzeug dann in Stuttgart dabei, bei Cars & Coffee. Da komme ich aber auch noch ganz zum Schluss drauf. Das ist jetzt auch, wer sich es persönlich angucken möchte. Und dann würde man es eben versteigern. Die Baugruppe W220, finde ich, ist recht bekannt. Habe ich auch schon mehrere Videos gemacht. Und ich habe auch wieder ein altes Video, wo ich damals den persönlich auf mich zugelassenen 500 gefahren habe. Habe ich wieder online getan. Die Fahrzeuge wurden gebaut von 1998 bis 2005. Und dieses Fahrzeug, von dem wir heute sprechen, das ist tatsächlich aus dem letzten Baujahr, aus 2005. Und hat, ich würde mir nie sagen, Vollausstattung, aber der Katalog ist ziemlich voll. Da gehen wir nachher ins Fahrzeug rein und dann gehen wir mal durch, was das Fahrzeug alles hat. Das Fahrzeug hat relativ viel Kilometer, 260.000, aber es funktioniert alles, es läuft wunderbar. Das hat, wie üblich, jeder 500er hat 306 PS. Das Fahrzeug ist, im Gegensatz zu dem meinigen, ist es ein 4MATIC. 4MATIC hat den Vorteil Allrad, hat aber natürlich auch den Nachteil, dass die vorderen Räder immer gleich ein bisschen mitdrehen, merkt man so beim Anfahren oder Einparken. Hat aber auch den großen Vorteil, wenn du in die Berge wohnst, weiß ich, in der Schweiz, im Allgäu oder in Tirol oder sowas, dann ist nicht nur Winterreifen gut, sondern halt auch wenn du Allrad hast, kommst du bei dem einen oder anderen Hügel ein bisschen besser rauf oder runter. Nachteil ist halt, Allrad nimmt auch gerne mal 1-2 Liter mehr zur Brust. Die Baugruppe an sich finde ich persönlich richtig genial. Wer meine alten Videos noch nicht gesehen hat, einfach die Quintessenz ist, es ist eine ausgereifte Limousine, klar, Mercedes S-Klasse. Es hat eine krasse Klimaanlage, sprich, es hat draußen mal 30 Grad oder darüber. Sitzt die S-Klasse rein, machst einen Motor, ruckzuck ist der Innenraum runtergekühlt und du hast noch bei den meisten Modellen wie bei dem klimatisierte Sitze. Das sind so Poren, so Löcher, wo dann auch noch Luft reinströmt. Also du klebst dir dann irgendwelche Ledersitze fest und ist sehr angenehm kühl. Im Winter ist es das Gleiche, das Auto ist ruckzuck aufgeheizt, ohne dass irgendwelche Scheiben beschlagen. Also das sind die ganz großen Vorteile. Was auch noch sehr schön ist, wenn man es sich raussuchen kann, wenn man Holzlenkrad hat. Ne? Es gibt so diese Möglichkeit mit Lederlenkrad, was vielleicht ein bisschen versifft, abgerissen, speckig ist. Aber Holzlenkrad ist halt schön, kann man ganz einfach auch ja, mit Sakrotan mal reinigen. Desinfizieren ist ja jetzt ganz in. Und dann hat man immer schönes, sauberes
Lenkrad vor allem schön. Übrigens, gebraucht kosten die Lenkräder gerne mal ein Tausender und mehr. Was auch noch sehr gut ist, das Fahrzeug hat Luftfahrwerk. Einziger Nachteil ist, es darf nicht kaputt gehen, kostet dann natürlich ein paar Euro. Ich denke mal, so 2000 Euro muss man gedanklich weglegen, wenn es wäre. Ich hatte es zum Glück noch nicht. Man sollte auch, wenn man das Fahrzeug fährt, immer mal wieder rauf runter mit dem Luftfahrwerk, dass die ganzen Hydraulikgeschichten, dass da alles ein bisschen bewegt ist und das Ganze nicht einstaubt. Und du kannst das Fahrzeug also nach oben fahren, kannst es wieder nach unten fahren und kannst noch Sport Plus machen. Ist ja sehr angenehm, weil es ist ja eher ein Selbstfahrerfahrzeug, wie das man hinten sitzt, dass man noch mal ein bisschen flott unterwegs ist auf der Landstraße vielleicht. Dieses Fahrzeug war Erstauslieferung in der Schweiz, hat jetzt aber eine deutsche Zulassung, ist aktuell zugelassen, deswegen kann ich damit auch wunderbar nach Stuttgart fahren. Und der das Fahrzeug dann kauft oder ersteigert, der kann es natürlich auch direkt gleich mit heimnehmen, muss er natürlich dann natürlich ummelden und das Fahrzeug hat einen aktuellen TÜV. Worauf man bei der Baugruppe ganz besonders achten muss, ist auf Rost. Entweder, dass die Autos halt ganz wenig Rost haben oder so wie das hier einfach gänzlich gar keinen Rost. Wir gehen nachher mal ins Auto und gehen die ganze Sonderausstattungsliste durch, die ist richtig schön lang. Und dann gehen wir nochmal auf das Thema Rost ein. Ich führe euch mal ums Auto rum. Und ich selber habe da überhaupt keinen Rost gesehen, ist auch nicht nachlackiert, also ich habe es nicht gesehen, aber ich glaube auch nicht, dass es nachlackiert ist, hat mir auch der Vorbesitzer gesagt, er hat es nicht nachlackiert, das ist einfach ein schöner gepflegter Mercedes, der halt einen ultra prominenten Vorbesitzer gehabt hat, der das im letzten Produktionsjahr bekommen hat mit, sag ich mal, nahezu voller Hütte. Sicherlich wird der ein oder andere, der sich auskennt, noch den ein oder anderen Punkt finden und sagen, ach, das hätte man noch oben drauf, aber die Ausstattung ist wirklich sensationell schön finden. So, schon sitzen wir drin in der Pracht. Ich fahre jetzt mal ein paar Meter und dann gehen wir auf die ganzen Details ein. Eins kann ich schon mal vorweg sagen, die Farbe innen wunderschön, der ist fast weiß. Ja, ich muss nachher lesen in der Liste, was für ein Grau das ist, aber es ist fast weiß. Wenn dann noch Schiebedach, du kannst hier, das ist ein Glasdach, kannst hier noch aufmachen und du hast einen schönen Tag. Am besten ist ja heute so ein bisschen bedeckt, schöner Tag. Weißes Hoodie, sitzt in einem fast weißen Auto drin, feiere ich richtig. Das ist das Holzlenkrad, von dem ich gerade gesprochen habe. Das ist natürlich auch schön, du kannst es hier anfassen oder auch hier. Und hier lässt es halt immer sehr leicht sauber machen. Und das ist halt das Holz, was sich hier drin wiederfindet. Dann, ich weiß es auswendig, die Autos haben hier elektrische Sitzverstellung. Natürlich mit Memory, mit Außenspiegel, Memory 1, 2, 3, wenn wir es brauchen. Ganz klassisch eine Sitzheizung, wo du ein, zwei Stufen warm machen kannst. Und jetzt kommt die Besonderheit, die viele Autos nicht haben. Die haben viele BMW 7er nicht, 6er nicht, irgendwie ganz viele tolle große Autos haben es nicht. S-Klasse hat es ja eigentlich fast jeder. Ich habe noch keinen gesehen, der es nicht hat. Aber ich habe bis jetzt nur mal die 8-Zylinder gehabt. 6-Zylinder ist jetzt nicht so mein Ding. Und 12-Zylinder kenne ich mir nicht aus. Ich glaube, ich bin einmal mitgefahren. Wenn ihr 12-Zylinder was wissen wollt, müsst ihr euch an Strike Car wenden. Übrigens, der ist am 12.6. auch da, der das Ganze initiiert, dass wir uns alle treffen. Also ich bin da nicht der einzige YouTuber, der an dem Tag da ist. Hier haben wir die Sitzlüftung. 3 Stufen kannst du lüften. Ich bin immer der Meinung, volle 3 sollst du was gar nicht machen, sonst hast du ruckzuck Erkältung beieinander. So, jetzt haben wir hier schön Parkplatz gefunden. So, hört ihr das jetzt auch so ein bisschen, wenn ich einen engen Kreis fahre, wie so ein bisschen die Reifen ruppeln? Das ist eben diese Firmatik-Geschichte, ist ähnlich wie damals bei meinem Jeep Wrangler. Da hörst du es dann halt, wie die so ein bisschen mitschaben, wenn man arg einschlägt. Eben zum Beispiel beim Einparken oder so. So, machen wir den Motor aus, obwohl der so leise ist, dass man es fast gar nicht mitkriegt. Diese Fahrzeuge, gleich mal vorweg, die finden sich, finde ich, so um die 10.000 Euro rum. Es hat geheißen im Youngtimer Magazin zwischen 3.000 und 15.000 Euro. Für 3 würde ich es mir mal nicht kaufen. Also es muss schon ordentlich sein aus dem ordentlichen Stall. Ich finde immer, wenn es wenig Besitzer hat und wenn es Checkiff gepflegt hat, ist eigentlich recht cool. Es muss ja alles funktionieren. Runtergerockte Karre würde ich mir echt nicht kaufen. Das kann dann sehr teuer werden, das Ganze. 15, ja, kommt drauf an. Hier ist halt nicht nur der schöne Zustand und das, wie sagt man denn, der ultra prominente Vorbesitzer. Hier wird das Fahrzeug versteigert. Hier geht es ab 1 Euro los. Ich mache euch dann natürlich auch noch ein Video, wann es losgeht. Es geht so um den Wimbledon-Zeitraum los, auch wenn der da nicht mitspielt. Ich weiß nicht, ob er mitspielt. Ich glaube nicht. Vielleicht ist er schon in Rente. Aber da geht er in die Versteigerung. Ab 1 Euro könnt ihr es ja beobachten, wo das Ganze dann endet. Erstzulassung war, wie gesagt, in der Schweiz. Das Ganze hat 2005 stattgefunden. Und es ist Obsidian Schwarzmetallic. Das Leder ist ein Nappa-Leder und es ist Palmagrau. Okay, also richtig schön. Ganz helles, schönes Grau.
Dann hat das Fahrzeug Parktronic-System, vorne hinten ist klar. Man sieht es dann auch immer hier zum Akustischen und man kann es hinten über den Rückspiegel hinten oben sehen. Dann hat das Fahrzeug noch eine Zusatzheizung, dann hat das Fahrzeug einen Garagentor. Öffner, der wird ja wahrscheinlich hier das hier sein, hat das Fahrzeug ein Heckscheibenrollo, was du elektrisch rauf runter fahren kannst, was auch funktioniert, ist auch sehr angenehm. Airbag ist natürlich klar, hier Fahrer, Beifahrer, aber auch noch hier in die Türen in der Seite drin. Memory-Paket habe ich schon gesagt, hinten Skisack drin. Wahlhebel, das ist eher hier in Nussholz, ist hier übrigens alles Nussholz, auch bis zum Lenkrad. Dann hat er noch extra Antenne für Autotelefon. So, wir haben hier noch das Roger Federer-Telefon im Handschuhfach. Guck mal, irgendwie war das dabei, hier schönes kleines Telefon, kriegt er natürlich mit, der sich kauft. Und wenn du hier drauf drückst, hast du hier ein Fach und hier ist auch nochmal, ihr könnt es jetzt sehen, extra fürs Telefon, wo man das so festmachen kann. Hier vorne kann man Getränke oder irgendwas reinstellen, mache ich auch mal sehr gern. So, es hat Holz-Lederlenkrad, wie ich auch schon gesagt habe, die Dinger kosten gebraucht locker über 1000 Euro. Schiebedach elektrisch in Glasausführung, welches man auch immer schön kippen kann. Das finde ich natürlich auch schön nice und du kannst natürlich auch ganz öffnen. Hat Command-System mit Navigation, ist hier. Navi funktioniert auch noch. Ist natürlich ein bisschen eine grobe Karte, ist heute schöner, ist auch im Handy schöner mit Google aktuell. Aber wenn du jetzt mal grob irgendwo hinfahren willst, kannst du es auch direkt über das hier machen, über das Command-System. Es hat natürlich Biegsehen und Scheinwerfer, Leichtmetallfelgen, 7 Speichen. Wir gehen nachher mal ums Auto rum, dass man ein bisschen sieht, wie der Zustand ist vom Lack und vom nicht vorhandenen Rost. Batterie mit großer Kapazität, ist übrigens eine neue. Holzausführung, Wurzelnuss, Gesamt, CD-Wechsler, Soundsystem, Leder-Nappa haben wir schon gesagt, Farbe vom Nappa, Leder, Palmagrau, TV-Vorrüstung, das kannst du vergessen, das gibt es heute nicht mehr. Hat es natürlich noch die besagte Sitzlüftung, wie ich das Ganze gesagt habe, und es hat eine Sitzmassage, das ist hier unter, gehst auf Puls und es ist echt sehr angenehm. Hinten im unteren Rücken gibt es dann immer schön so, also ich finde es ultra angenehm. Langstrecke, sich da mal ein bisschen Massage reinzuziehen, das ist echt schön. So, jetzt geht's weiter. Scheinwerfer-Waschanlage hat er, Heckscheibendeckel schließt mit Fernbedienung, ist auch sehr, sehr angenehm. Du drückst, dann geht's auf, also entweder hier an der Tür oder mit deiner Fernbedienung und dann oben hast du 2 Knöpfe. Den einen Knopf, dass es halt elektrisch wieder zugeht und den anderen, dass es elektrisch zugeht und sich das Fahrzeug gleichzeitig verschließt. Wenn du zum Parkhaus bist, Parkplatz und möchtest dann final vom Auto gehen, dann brauchst du nochmal zusätzlich die Fernbedienung rausholen. Übrigens, Fernbedienung musst du gar nicht hier reinstecken wie ich, weil der hat hier eine Engine Start Stop, du kannst es hier mit der Hand starten. Ist aber bei mir so ein Gewohnheitsding, das lasse ich auch. Genau, hier steht schon wieder, Keyless Go heißt das Ganze im Fachausdruck. Übrigens diese Heckdeckel, ob das jetzt eine E-Klasse Kombi ist, C-Klasse Kombi oder S-Klasse Limousine, wenn die Heckdeckel elektrisch sind, mach die immer elektrisch auf, mach die immer elektrisch zu und reiß nicht dran, machst den Elektromotor kaputt. Ich habe schon viele gesehen mit kaputtem Elektromotor, ich denke, das kommt davon. Er hat Getriebe automatisch, das Schöne ist bei den Getrieben, ab 2003 sind diese Getriebe dann auf 7 Gang erweitert worden und es ist ein Mercedes-Produkt, ich sage auch mal nahezu unkaputtbar, dass er mal so eine S-Klasse Getriebe kaputt geht, könnte ich mir fast nicht vorstellen, wie das sein sollte. Allrad ist er, V8, 5 Liter Hubraum, 306 PS. Dadurch haben wir jetzt eigentlich alles gesagt zum Fahrzeug. Jetzt zeige ich euch noch den einzigsten Mangel, der mir an dem Auto aufgefallen ist. Der ist am Fahrersitz und dann gehen wir ums Auto drumherum. Hier kann ich den Heckdeckel schön öffnen. Hier ist ein kleiner Schlitz drin. Mich würde es jetzt nicht so tierisch stören, aber wenn es natürlich ein großes Sammlerding werden soll, dann musst du es natürlich reparieren lassen. Ich denke mal zwischen 100 und 300 Euro, je nachdem wo du es machen lässt, kann man es machen, weil es ist nämlich nur diese kleine Sitzteil, die man da ändern muss. Weiß nicht, hat einer wahrscheinlich mal Tour de Litsch angehabt mit einem scharfen Knopf oder sowas. Dann hat das Fahrzeug natürlich noch eine automatische Tür-Zuziehhilfe. Das heißt, wenn du die Tür nur ganz leicht anschubsen tust, er zieht sie sich selber zu. So, jetzt schauen wir uns mal hier den Radlauf an. Das sind diese klassischen Felgen. Ich bin der Meinung, richtig picobello. Gehen wir mal auf die andere Seite.
Also vom Lackbild muss ich sagen, ist der schönste, den ich je hatte. Ich bin richtig makellos. Wenn du dir persönlich angucken willst, kommst einfach nach Stuttgart. Ich bin auch da. Können wir uns das Auto mal zusammen ein bisschen angucken, können wir ein bisschen drüber reden. Hier ist der Kofferraum, hier sind die zwei besagten Knöpfe. Da wird sich das ganze Auto abschließen, das wollen wir natürlich nicht. Und hier geht einfach nur der Deckel zu. Weil ich jetzt schon gegen Ende vom Video bin, drücke ich den Knopf und ich hoffe, ihr seht uns alle schön in Stuttgart. Oder sonst zum nächsten Video, wo ich mal darüber rede, über Autos, die gebraucht mehr wert sind wie neu. Klingt verrückt, gibt es aber, sind aber nicht allzu viele Autos. Ja, Fahrzeug habe ich euch gezeigt. Ich hoffe, wir sehen uns am 12.06. am Sonntag in Stuttgart bei Kase Coffee. Ich werde wahrscheinlich so um 10 rumkommen, werde aber nur bis 12, 1, 2 bleiben und dann vielleicht irgendwo schön zum Mittagessen. Das Auto habe ich dabei. Wir sehen uns da oben. Ihr könnt mir beim Newsletter Bescheid geben. Ansonsten bin ich für heute raus und wisst ihr was? Ich sage mir alleweil Tschüssikowski, Spadowski.